Moin Freunde, herzlich willkommen auf meinem Kanal. Freut mich, dass ihr wieder dabei seid. Ja, heute geht es mal wieder hier um unseren guten Kängu. Ne? Hat wieder ein Wehwehchen bei, ich muss mal eben gucken. Guten 262.000 Kilometer. Das ist schon mal wieder eine Leistung für einen Benziner. Ne? 262.000 hat er jetzt gelaufen. Und hat Probleme mit dem Generator. Welcher Natur, seht ihr nach dem Intro. Also bis gleich, Leute. So, dann schauen wir doch einfach erstmal, was ist denn überhaupt in dem... Wollen wir eben mal durchgucken. Klatsch, klatsch, klatsch. Oh, da sind schon eine Menge Fehler drin. Das finde ich ja schon mal richtig gut hier, was das Ding hier macht. Das hat auch oben die Voltanzeige 12,67, 12,66. Also das ist alles im Ruhezustand, also mit Zündung an, ist das völlig in Ordnung. Habe ich kein Problem mit. Ihr sucht jetzt erstmal alles ab, was jetzt Sache ist. Weil das interessiert mich nämlich jetzt, was hier wirklich Phase ist. Weil irgendwie ist hier wohl der Wurm drin. Warum auch immer. Weil einfach hier eine Lichtmaschine austauschen, weil der ADAC gesagt hat, Lichtmaschine ist kaputt. Ist, glaube ich, jetzt nicht die deutsche Wahl, oder? Würde ich mal fast behaupten. Es dauert natürlich ein bisschen, bis er jetzt alles durch hat. Ganz klar. Gut, das ist ja schon mal einiges. Dann wollen wir erstmal einen Bericht machen. Vor der Reparatur, das hat er schon mal gut erkannt. Bestätigen. Das haben wir auch schon drin. Die Tastatur. So, Techniker. So, dann speichern wir das mal. So. Da haben wir das Ganze drin stehen, da steht ja eine jede Menge drin. So, hier haben wir eine Kennverbindung, Getriebefahrstufe nicht korrekt, das ist schon mal bei der Einspritzung drin gewesen. Multiplex, Automatikgetriebe ungültig, Stromkreis, Ölstandsgeber, Versorgungsspannung zu niedrig, Stromkreis, Kraftstoff, Vorratsgeber, Versorgungsspannung zu niedrig, Armaturenbrett, Versorgungsspannung zu niedrig, dann Transponderring, interne elektronische Anomalie, Einspritzsystem, Bestätigung der Drehmomentanfrage, Drehmomentgeber, elektronische Anomalie im Geber, Generator, elektrische, mechanische oder thermische Störung, Generator. Das ist ja schon mal wieder eine interessante Geschichte. Da war es eine thermische Geschichte. Ich weiß nicht, ob das jetzt falsch übersetzt ist oder irgendwie so. Versorgung, Unterspannung, interne elektronische Anomalie und Taste blockiert, Knopf der Radiobedienheit eingeklemmt. Ja. Das sind natürlich wieder Sachen, da fliegt dir alles weg. So, wir werden jetzt erstmal den ganzen Code hier rauslöschen. Das ist natürlich total geil, ne? Dass das natürlich in der Richtung natürlich so gut funktioniert. Ne? Wir haben das ja jetzt gespeichert gehabt. Und so, wir bestätigen das erstmal ganz normal. Wo habe ich denn jetzt drauf gedrückt gehabt? So, da, genau. So. Speichern das nochmal, dass wir jetzt das rausgelöscht haben.
weil wir sind jetzt immer noch vor der Reparatur. Wir haben jetzt noch nichts gemacht. Ich habe jetzt erstmal alles rausgelöscht, was da drin stand, weil das für mich einfach das Wichtigste jetzt war. So, wir können ja nochmal ein System auswählen. Da sind keine Fehler drin. Betätigungstest. Wir können jetzt mal gucken, was jetzt. Natürlich auch nicht schlecht. Ja, ihr seht, wir können hier ein bisschen rumspielen. Das geht da los. So, Befehl beendet. So, wir können hier die Standlichter anmachen. Ist natürlich auch richtig geil, ne? Das ist voll lustig. So, da haben wir zum Beispiel nur ein Standlicht, war das, glaube ich. Da ist eins kaputt. Auch nicht schlecht. Das ist nicht schlecht. So, Frontscheibenwischer Stufe 1. Bei geöffneter Haube geht das natürlich nicht. Sollte man möglichst nicht tun. So. Das ist natürlich eine gute Sache. So, Zündung ein. Fupp, fupp. Ja, das funktioniert. Ist doch nicht schlecht, oder? Wir haben ja auch noch eine Generatorregelung. Das ist natürlich interessant, diesen Befehl bei laufendem Motor auszuführen. Das ist jetzt eine ganz interessante Geschichte. So, bei der Ausführung gibt die Sicherungs- und Schalteinheit UPC den Generator eine Sollspannung vor. Generatorspannung 15 Volt während 30 Sekunden, dann Generatorspannung 13 Volt während 30 Sekunden. So, dann wollen wir mal gucken, was hier Ansage ist. Weil das ist jetzt wirklich eine interessante Geschichte. Ist natürlich total geil bei dem Gerät, weil das kann nämlich schon wieder mehr als meins, was ich sonst immer benutze. Ihr seht, der Befehl ist in Arbeit, also er arbeitet, er macht irgendwas. So, das dauert 30, 60 Sekunden, eine Minute oder irgendwie sowas. Aber damit könnt ihr natürlich prüfen, ob der Generator heil ist oder nicht. Schon interessant. Aber ich wollte mal gucken, ob deine Standlichtbirne kaputt ist. Sieht nämlich so aus. Nö, die brennen tatsächlich beide. Das sah nur so aus. Mal gucken. So, Befehl beendet, okay. Wahrscheinlich war das jetzt völlig in Ordnung. Test der Stromkreise, das ist natürlich auch eine gute Geschichte. Diesen Befehl vor dem Auslesen der Störung aktivieren. Zum Aktivieren des Befehls folgende Maßnahme. Geschaltete Plus ausschalten, den Befehl aktivieren, das geschaltete Plus einschalten, die Störung auslesen. Keine Fehler drin. Fahrzeugparameter mal eben gucken. Nebellicht, Getriebetyp, beheizbare Motorkennzahl. Das ist ja Motorkennzahl. Okay. So, auch nicht schlecht. Hier können wir noch einen Datenstrom lesen. Batteriespannung, Aufladung Generator. Das können wir jetzt auch noch mal gucken. Batteriespannung in Volt, im Richtwert der Generatorspannung. Richtwert davon, mechanische Störung des Generators, elektrische Störung des Generators bestätigen.
So, mal gucken, was hier rauskommt. Das speichern wir auch mal, weil dann habt ihr hier die ganzen Vorgaben. Die sind erfüllt. Steuerung, Relais, Kühlerventilator, Motor schnell. Der ist im Moment inaktiv. Könnt ihr nochmal als Diagramm. Ist auch nicht schlecht. Thermische Störung des Generators. Da ist natürlich auch eine interessante Sicherheit. So, und hier steht nicht vorhanden. Ja, was soll ich denn da jetzt machen? Soll ich den da jetzt austauschen, nur weil das einmal vorgekommen ist? Finde ich jetzt ein bisschen doof. Weil der hat die 14.7, 14.8, wie wir es gemessen haben, hier oben drin stehen. Finde ich ein bisschen doof, wenn ich jetzt anfange, hier jetzt dran rumzubasteln. Hier seht ihr die Batteriespannung, die ist doch völlig in Ordnung. Die springt hier nicht groß ab und runter. Hier, ich kann hier noch mal ein bisschen was einschalten. Heckscheibenheizung noch dazu. Da seht ihr natürlich, wie das reinreißt. Aber hier durchgängig 13, 14, 14,4. Was willst du denn da noch machen? Hier noch mal ein bisschen Fernlicht dazu. Sag mal so, willst du noch mehr einschalten? Wir können jetzt auch noch hier Klimaanlage zuschalten. Ja, machen wir die Klimaanlage noch mit an. So, geht da runter auf 14,1, das reicht immer noch. Ihr seht, wie schön gerade die Linie ist. Ich kann euch das gar nicht so nahe bringen, wie ich das möchte. Geht gar nicht. Jetzt noch was in einer Sache, Leute. Also, wenn ihr meine Videos gut findet, lasst einen Daumen da. Der kostet nichts. Und wenn ihr natürlich mehr von mir erfahren wollt, beziehungsweise von uns, dann abonniert unseren Kanal. Es ist doch gar nicht so schwer, es kostet kein Geld und ich sag mal, im Endeffekt hilft es uns ja auch weiterzukommen. Und wenn ihr nichts mehr verpassen wollt, vergesst bitte nicht, die Glocke zu betätigen, weil ansonsten bekommt ihr keine neuen Neuigkeiten angezeigt. So wollte ich das sagen, genau. Ihr bekommt einfach keine Neuigkeiten angezeigt und das ist eben das Problem. Und ich sehe immer wieder in den Statistiken, dass dann eben halt doch viel mehr die Videos geguckt werden als abonniert, finde ich ein bisschen schade, weil ich einfach mal sage, das ist alles richtig Arbeit, was ich hier auf den Tisch lege und ja, wie gesagt, das wäre eine kleine Belohnung dafür, dass man eben halt sich damit beschäftigt und es wird mich auf jeden Fall freuen, mehr Abonnenten dazu begrüßen zu dürfen und ich freue mich natürlich über jeden einzelnen neuen, ganz klar. Ne? So, ich danke euch erstmal und ich würde sagen, viel Spaß beim Weiterschauen. Also, Dankeschön für die Aufmerksamkeit, bis denn. Aber hier seht ihr das, so, ja, das ist doch richtig geil, die Linie. Die ist doch super. Hier oben, da seht ihr die 14 Volt, ne? 14,3. Ja, ist also super. Ja, sieht doch in Ordnung aus.
Schöne gerade Linie durchgängig, da bricht nichts zusammen, gar nichts. Funktioniert. Ja, ich weiß nicht warum, was er hatte, was für ein Problem. Schwierig. So, ich wollte euch mal eben mal zeigen, und zwar da unten, die Schraube, die geht hier nicht weiter raus, weil der Längsträger hier im Weg ist. Jetzt denkt jeder, oh, jetzt muss ich den Motor aushängen oder irgendwas. Ihr seht da unten, da ist so eine Längsbuchse drin. Und diese Längsbohrung bewirkt, dass ihr die Lichtmaschine also mit der Schraube rausziehen könnt. Müsst ihr nur nachher beim Einbauen nicht vergessen, dass ihr eben halt auch die Schraube wieder reinsteckt, weil sonst geht die da nicht rein. Ne? Ist ja klar, ne? Sollte einleuchtend sein. So, Freunde, jetzt habe ich die Lichtmaschine da unten drin liegen. Die will ich jetzt natürlich möglichst zerstörungsfrei da raus haben. Ist jetzt nicht ganz so einfach, weil wir müssen jetzt mal gucken, wie wir die da unten rauskriegen, weil das ist natürlich wieder so ein drum zugebautes Geschichtchen. Ja, wir gucken uns das mal an von unten, ob wir die eventuell da irgendwie aus der Richtung rauskriegen, weil das ja nun wirklich hier nicht das Schönste ist, wegen den Klimaschläuchen. Ich habe hier keine Lust, hier möglichst alles zu zerstören oder irgendwas noch zusätzlich abzubauen. Das muss jetzt nicht unbedingt sein. Ich gucke mir das mal an, ob es eine Lösung gibt, dass man da eben halt drankommt und dementsprechend dann natürlich auch die Lichtmaschine da unten ausbaut. So, ihr geht natürlich hin und müsst dann natürlich die halbe Radlauschschale hier ausbauen, damit ihr dann entsprechend drankommt. Müsst ihr auch noch hier in diese Strebe, die hier drin sitzt. Ne? Ich zeige euch die mal kurz. Die sitzt nämlich hier so vor, hier, da. Dann seht ihr nämlich nichts. Die müsst ihr ausbauen, damit ihr entsprechend an den Riemenspanner kommt. Wenn ihr da guckt, dann müsst ihr euch auch mal die Riemenscheibe hier selber angucken, ob die noch in Ordnung ist. Ja, ob hier die Klimakupplung, ob das alles noch frisch ist. So, und dann müssen wir halt mal gucken, ob wir die Lichtmaschine vielleicht hier durch rausbekommen. Sieht eng aus. Man könnte vielleicht mit dem Ausbau des Ölfilters noch vielleicht ein bisschen Luft generieren, dass dann eben halt entsprechend die Lichtmaschine durchgeht. Ich probiere das einfach mal aus, ja, weil ihr seht, das ist alles ziemlich eng. Wenn ich jetzt die Leitung abbauen würde vor dem Klimakompressor, dann würde mir das Spiel geben oder den Klimakompressor selber ausbauen. Ich muss mal gucken, wie ich das mache, dass man eben halt den Klimakompressor da weglegt und dann entsprechend mit der Leitung auch so ein bisschen Spiel reinbringt und dann die Lichtmaschine rausbringt. Müssen wir eben halt mal gucken. Wir schauen uns das Ganze mal an und ihr seht, da oben, da ist noch die Originale drin von Renault. Die ist auch von Valeo. Ich habe auch eine von Valeo besorgt und wir werden sehen, wie das hier gleich weitergeht. Schauen wir mal. So, jetzt haben wir natürlich hier eine Lichtmaschine von Valeo besorgt. Ja, die legen wir jetzt gegenüber. Schauen mal, ob das alles in Ordnung ist. Ihr seht da schon den Grünspan so richtig an der Wicklung dran. Ne? Also da ist schon Handlungsbedarf gewesen, denke ich. Ne? Also ist schon keine schlechte Entscheidung zu sagen, ja, die hat hier Alter erreicht. Wenn ihr mal hier guckt, dann hier, da ist der Generatorpfeil auch genauso frei und hier ist er ein bisschen freier, also hier wird er auch schon fast durchgedreht, also ja, ist schon fast im Eimer, hätte ich fast gesagt. So, wenn man da so sich die Kühlschaufeln anguckt, ne, die sind auch nicht mehr die, ich sag mal, die dollsten, die sind auch total angerostet, ist ja auch klar. Da, wo die sitzt, kommt ja auch immer Feuchtigkeit hin. Aber natürlich kann man da hingehen und hier noch reparieren oder irgendwas. Ja, ich sag mal, bei der Laufleistung dauert das mit den Lagern auch nicht mehr so lange, dass die dann eben halt den Geist aufgeben. Das kann man davon nämlich ableiten. Und ich sag mal, ne, so ein Austauschteil ist ja auch irgendwo, macht das ja auch Sinn. Erstmal gucken, ob hier auch alle Halterungen dran sind. Die sind dran. Und ihr habt eben halt die angeflanscht an dem Motor, ne, an dem Motor, an den Halte, ich sag mal, Bock von dem Klimakompressor und von Lichtmaschine, das ist ein Teil. Und hier oben ist die Stütze dran, ne, die Stütze, die an den Motorblock geht. Ja, das ist eigentlich im Prinzip eigentlich alles, aber hier ist alles dran, was wir brauchen.
Die kommt jetzt da wieder rein, ich zeige euch das mal. So, ihr seht erstmal gar nichts, aber so, ihr seht, da ist der Ölfilter noch drin. Den habe ich drin gelassen, weil ich habe die hier durchgekriegt, dadurch, dass ich den Klimakompressor abgebaut habe. Ich habe den so ein bisschen nach hinten weggelegt, ne, das kann man machen. So, dann legt man den so ein bisschen nach hinten weg und dann habt ihr auch ein bisschen Freigängigkeit in den Schläuchen, also da passiert dann eigentlich nichts. Allerdings sind die Schrauben hier oben etwas unschön zu erreichen. Ja, da muss man die Hände so ein bisschen verbiegen. Ja, das kommt nun mal vor, aber hier durch dieses Loch, hier passt natürlich die Lichtmaschine durch. Das ist auch ganz gut so, dass sie da durchgeht, weil sonst hätten wir hier echt Probleme. Also das ist alles hier alles andere als ein Spaziergang. Also mal eben so auf dem Hof wechseln. Ja, ich weiß nicht, so ohne Hebebühne, nee, das ist nichts für mich. Aber ihr seht, dass hier das möglich ist, dass man die Lichtmaschine halt so ausbaut, dass dann entsprechend natürlich auch ein bisschen Platz kommt, so dass man da eben halt die Lichtmaschine rausbekommt. Das Einzige, wo ihr aufpassen müsst, ist mit dem Kabel. Das müsst ihr mal ein bisschen eben weglegen, damit ihr da nichts einklemmt. Das wäre jetzt nicht so die geilste Idee, da irgendwas einzuklemmen. Kleiner Tipp, wenn ihr die Lichtmaschine erstmal oder den Generator, je nachdem wie der Volksmund das so will, da oben eben halt erstmal fixiert, damit die da oben bleibt, dann liegt die da auch nicht mehr rum und stört euch nicht mehr auf den Klimakompressor, irgendwelchen Druck ausübt, damit ihr die Schrauben da wieder reindrehen könnt, die hier drinnen sitzen. Das ist alles nicht so lustig, da dran zu kommen. Ja, ist alles andere als spaßig. Also ich würde immer erst hier unten eine Schraube reinsetzen von dem Klimakompressor, damit ihr dann entsprechend oben die Löcher dann nicht mehr rumsuchen müsst. Dann flucht ihr weniger. So, das wollte ich euch nur dazu sagen und ihr seht das ja, wenn ich die wieder einbaue. Schön, dass du da so lecker durchgehst. Oh, herrlich, herrlich. Das ist herrlich. Ich freue mich. Ich freue mich so richtig für dich. Gar nicht so schlecht. Gar nicht so schlecht. Aber wir müssen ja erstmal die Schraube da noch reinstecken. Unten, die dürfen wir nicht vergessen. Ach, ansonsten kriegen wir die gar nicht da rein. Ja, das ist ja das Problem der Lichtmaschine. Also, mal hingucken, ob wir das hinkriegen. Ja, die Schraube muss da erstmal rein. Schaut mal. Da oben, da hängt sie jetzt. So, ihr müsstet hier unten die Schraube natürlich reinmachen, damit ihr entsprechend, ne, ihr seht, das ist gar nicht so einfach, die hier mal eben so reinzudrücken. Also da ist wirklich kein großer Spielraum. Das ist schon, hier seht ihr, das ist so ein bisschen Tetris spielen hier am Auto. Also das ist nicht lustig. So, ich zeige euch das nochmal mit der Schraube da oben. Ja, ich weiß nicht, ob ihr das sehen könnt, da auf jeden Fall die Schraube, die muss da unbedingt rein, weil sonst kriegt ihr die Lichtmaschine da nicht die Schraube nicht an dem Längsträger vorbei, sondern die muss unten unbedingt reingesteckt werden. Oben ist kein Problem, aber unten müsst ihr die reinstecken. Das ist natürlich immer so eine Schwierigkeit. So, ihr seht von hier oben natürlich die Lichtmaschine oder den Generator. Wir versuchen jetzt mal das gute Stück von hier oben ein bisschen zu deichseln, dass wir da eben halt schon mal die Schraube reinstecken können. Dazu müssen wir das Schiebestück so ein bisschen bewegen, dass wir es hinkriegen.
Ja, das ist alles nicht so ganz lustig, wie es aussieht. Ne? Ihr müsst hier die Schraube hier da durch. So, geht natürlich nicht ganz rein. Und da oben ist auch so eine Öffnung drin, dass man die dann halt einschieben kann. Das ist nicht das Problem. Das Problem ist einfach, dass ich den Generator da über die Schiebestücke da oben, da muss ich den rüber drücken. Ich zeige euch das mal kurz. So, gucken, ob ich das reinkriege, eingefangen bekomme. Ich hoffe, ihr seht das. Ich weiß es jetzt nicht. So, da sind die Schiebestücke, da in der Richtung. Und das muss ich dann eben halt mal weggedrückt kriegen, damit ich die Lichtmaschine, Generator, wieder da reinbekomme. Ja, es ist halt nicht so witzig, aber man braucht hier echt Kinderhände. Kreateur de Katastrophe, ne? So, da unten, da sitzt sie wieder drin. Da habt ihr die Schraube hier oben, die sitzt hier oben wieder vor, sozusagen. Die kann man da wieder betrachten. Und die habe ich dann da wieder reingequetscht. Ah, was für eine Hauptaufgabe hier. Das ist echt nicht ganz einfach. So ein Ding eben festhalten alleine und dann mal eben die Schraube da reindrücken. Das ist wirklich wieder Herausforderung pur hier. So. Irgendwie ist da noch was faul. Kann man mir auch erzählen, was man will hier. Ja, ihr seht, das ist hier alles andere als ein Kinderspiel hier mit diesen Schrauben hier. Bis man an sein Ziel kommt. Es gibt wirklich schönere Dinge, die man tun kann, als an so einem engen Motor hier zu arbeiten. Im Prinzip ist es egal, ob es ein Dacia ist oder ein Renault oder irgendwas, weil die Motoren sind ja auch anders verbaut. Also das kann sein, dass das woanders also genauso aussieht. Wie gesagt, hier die Kraftstoffleitung, die müsst ihr auch abbauen. Seid aber vorsichtig, nicht, dass ihr was abbricht. Die ist aus Kunststoff. Wenn die älter ist, kann die nämlich in die Uhr gehen. Aber wenn ihr die hier dran lasst, lauft ihr Gefahr, dass ihr dann eben halt einen Schaden anrichtet und dann habt ihr noch mehr zu tun. Ja, ich werde dann hier eben mal von unten weitermachen, weil von unten müssen wir jetzt Klimakompressor und Co. wieder befestigen und die untere Schraube der Lichtmaschine. Ja, macht total Spaß, das Ganze. So, Freunde, jetzt dürft ihr wieder dabei sein, wie ich mir hier die, ich sag mal, Finger breche mit dem Klimakompressor. Wie gesagt, ihr könnt am besten hier unten, glaube ich gar nicht, weil ein schöner Rücken kann auch entzücken. So, am besten hier unten die Schraube schon mal reindrücken. In das Loch hier. Da ist es. Da sind, glaube ich, zwei drin, ja, in das eine Loch da rein, damit entsprechend Fixierung da ist, weil die anderen beiden Schrauben, die hier oben rein müssen, die sind sehr unangenehm. Ich zeige euch mal, wie unangenehm das ist. Ihr müsst mit der Hand, also ihr müsst eine Biegung machen, um 300 Grad, hätte ich fast gesagt. Schaut euch das von hier an. So. Könnt ihr es besser sehen? Ihr müsst da die Hand so reinstecken. Und dann müsst ihr da oben, ja, ich sag ja, Kreatur der Katastrophe. Das ist so. Irgendwo müsst ihr da im Dunkeln rumstochern. Ihr seht nicht wirklich, was ihr macht. Das ist wirklich geil. So, hier ist die Schraube. Ja, ist toll, ist super, ich weiß. Ich bin da voll begeistert von. Echt, ich feiere das.
Volle Kanne. Renault, ey. Ich feiere die Kisten. Jeder andere kommst du so bei. Hier musst du entweder lange Finger haben, dünne Hände am besten und nicht gerade in Ketten gewickelt. Das ist wirklich lustig. Das ist überhaupt nicht geil. Das ist alles andere. Aber die hat gepackt. Und die andere, die ist jetzt noch mal ein Stückchen weiter hinten. Das ist also noch mal eine unangenehmere Art. Ihr glaubt's nicht, ey, ehrlich. Ey, wenn ihr damit fertig seid, trinkt ihr die ganze Kiste wie alleine auf und freut euch des Lebens. Also ich kann mich besser mit 20 Kumpels irgendwo in eine Kneipe setzen und 30 Bier saufen, als diesen Mist hier machen. Hier muss man, das ist schwer zu erklären. Das ist hier, da muss man sich den Arm hier so reinstecken und muss man um eine Ecke biegen, hätte ich fast gesagt. Und dann am besten noch den zweiten Finger da oben, damit man das alte Loch findet. Ah, das ist immer so. Oh. Ja, ihr seht selber, das ist, und das müsst ihr euch dann mal im Vorwärtsgang ausdenken, sowas. Das ist natürlich nicht ganz lustig, ne? Oh, das macht echt Spaß. Das ist voll geil. Das begeistert mich. Das feiere ich volle Granate. Dabei packt die noch nicht mal. Noch viel geiler. Oh, ja. Es ist, ich will es nicht ausdrücken, aber es ist kompliziert. So wollte ich das sagen. Nicht ausarten lassen. Die Beziehung ist kompliziert zwischen dem Auto und mir hier. Das ist wieder so eine Geschichte, wo ich sage, oh nee, ey. Leute. Ja, Kinderhände und Kinderarbeit und diese ganzen Geschichten, ne, kommt hier gleich wieder zum Tragen. So, was ich euch nicht erzählt habe, hier ist noch ein Stecker, den müsst ihr abmachen, bevor ihr da den Klimakompressor weglegt, weil sonst kommt ihr da nämlich in Schwulitäten, hätte ich fast gesagt. Oh, ey. Ihr könnt euch nicht vorstellen, was das alle hier für ein Zirkus ist, an die Schrauben dran zu kommen. Die sind ja auch so dünn dimensioniert, das sind ja nur Zehner. Und ich sag mal, ne? Oh. Jeder andere nimmt an der Stelle 13 oder sowas, vernünftige Größe, die man auch mal anpacken kann und nicht solche Darmschuhe hier. Das ist doch alles, ey. Ja, es gibt schönere Dinge, ne? Und dann wundert man sich, warum das alle immer so teuer ist, diese Kacke zu reparieren, ey. Ah, das ist alles andere als lustig, könnt ihr mir glauben. Auf jeden Fall braucht ihr hierfür eine Langnuss, ne? Also da kommt ihr nicht drum zu, da muss eine Langnuss her, dann kommt ihr noch nicht klar. Ihr seht selber. Das ist schon richtig Arbeitsaufwand. Wenn es nach mir gegangen wäre, wäre der Klimakompressor rausgeflogen. Komplett. Seht ihr das überhaupt, was ich da mache? Weiß ich nicht. Ich sehe ja selber kaum was hier. Ja. Hat ja mal einer den Wunsch geäußert in der Community, ich sehe dich so gerne schrauben. Ich glaube, entweder man hat mich unheimlich lieb und möchte das gerne, dass ich mich zeige, wie ich mich rumärgere. Aber ich kann immer noch lachen. Das ist das Schöne. So. Zwei Schrauben. So, und jetzt die allerletzte. Da hinten. Oh, nee. Leute, das ist echt nicht witzig. Man steckt hier den ganzen Arm rein, steckt hier voll die Energie weg, nur um so eine... Nein, ich sag's jetzt nicht, Schraube anzuziehen. Ja, ist nicht lustig. Was für jemanden, der Vater und Mutter erschlagen hat.
ihr seht, das ist alles andere als witzig ist das. Das ist schon harter Tobak, ist das schon. Ja, und so geht das auch nicht. Dann geht ihr da ruckzuck wieder runter von der Schraube. Das ist voll gemein. Ich stelle euch mal weg. So, jetzt habe ich das gute Stück hier wieder installiert. Jetzt müssen wir natürlich die Lichtmaschine noch anschließen. Dazu hier die Mutter ab. Da oben ist so eine 13er Mutter drauf. Wartet. Ihr könnt ja schon vorher abbauen, das ist jetzt nicht das Problem. So, die ab. Dann habt ihr da noch eine Stoppscheibe, die solltet ihr mit darunter holen. Ich will jetzt nicht. Ach, das gibt's doch nicht. So, hier, da ist die Stoppscheibe. Die solltet ihr mit darunter holen, damit dann eben halt die Mutter sich dann nachher nicht mehr löst. Ja, so sieht das da oben aus. Und dann macht ihr dann gleich den Kabelbaum wieder hin. Ich zeige euch das mal. Aber ich glaube, wir basteln da erstmal die Stütze wieder rein. Da muss ich eben mal gucken, wo die jetzt noch saß. Wenn man die entsprechend da natürlich auch wieder hinbauen kann. Oh Mann, ey. Da oben war sie dran. Über dem Rohr saß die. So. Die saß da oben drin. Da kommt so ein Stehbolzen raus. Und dann saß die da oben drin. Ich hole mal eben das Kabel oben weg. Ich glaube, das ist im Weg. So, hier habt ihr dieses Kabel. Da ist auch der Stecker von dem Klimakompressor mit dran und den ganzen Zirkus. Den hier könnt ihr eigentlich da oben auf die Lichtmaschine wieder drauf installieren. So, der hat Klick gemacht. Das hat funktioniert. Den hier, dicke Plusleitung, die kommt da an die Lichtmaschine geklemmt. So, und dann kommt hier die Scheibe und die Mutter. So, geht das so? Mal eben gucken. Oh ja, das geht so. Und den hier, das ist der Schalter für die Klimaanlage, beziehungsweise der Stecker für die Klimaanlage. Und der gehört hier unten auf den grauen. Da ist so ein grauer dran. Nicht vergessen, sonst kommt der Kunde wieder und sagt, oh, meine Klimaanlage geht nicht. Dann liegt das an dem Kabel, dass ihr das vergessen habt. Kann ja mal vorkommen, ne? So, in dem Sinne erstmal. So, Leute. Klimakompressor ist drin, Lichtmaschine ist drin. Jetzt muss ich noch diese
tolle Schraube von der Querverstrebung nachher irgendwie reindrücken. Aber bevor ich mich hier weiter aufrege, trinke ich jetzt erstmal einen Kaffee, weil den habe ich mir verdient. Weil ansonsten beiße ich hier gleich eine Lampe ab. Ich zeige euch mal eine ganz bestimmte Schraube und das ist da oben, die von dem Halter da oben ausgeht. Bitte klemmt die Batterie ab, ansonsten macht euch einen kurzen und dann ist das nicht lustig. Also diese Strebe da oben, die müsst ihr unbedingt einbauen. Die Strebe da oben müsst ihr unbedingt einbauen, weil sonst, ja, das heißt eine Drehmomentstütze ist und deswegen... So, wenn ihr die Schraube da oben seht, ne, ich guck mal, ob ich sie ins rechte Licht gerückt bekomme, da oben, wo die Knarre drauf sitzt. Da ist noch eine Mutter drauf, die müsst ihr dann anziehen bei der Strebe, sonst wird das nichts. Ja, und eben halt von der Strebe da oben, ne, da seht ihr das dann auch, die muss natürlich auch entsprechend fest. So, jetzt habt ihr im Prinzip die Lichtmaschine da wieder drin. Jetzt geht es nur noch um den Riementrieb. Hier kommt ein neuer Spanner rein. Weil ich einfach sage, Lichtmaschine neu, Riemen neu. Und wenn der Spanner schon 240.000 gelaufen hat, schmeißt man den auch gleich raus. Dann baut man sich gleich nicht wieder irgendeinen Fehler ein oder sonst irgendwas. Wenn da das Lager kaputt geht oder so, ist das keine witzige Geschichte. Gut, das machen wir jetzt. So, da braucht ihr eigentlich nur darauf achten, dass diese Seite da oben in der Aussparung drin ist. Ne? Also das ist das Wichtige dabei. Alles andere ist jetzt nicht so unbedingt wirklich spannend, sage ich mal. Ne? Habt ihr eine Mittenzentrierungsschraube? Also das ist jetzt auch nichts wirklich Spannendes. Das ist jetzt auch nicht wirklich was Schlimmes. Also ihr braucht keine Lichtmaschine ausbauen, um den Spanner hier zu tauschen. Das ist schon mal das Gute. Aber kleine Finger braucht ihr trotzdem, weil euch hier irgendwie immer irgendwas im Weg ist. Das ist nicht schön. Es gibt schönere Dinge, die man tun kann. So, mal gucken, was haben wir hier, das haben wir hier. So, mal eben gucken, ob wir da mit dem Kleinen hier hinkommen. Oh, könnte klappen. Könnte gerade klappen. Weil dann geht das Ganze ein bisschen schneller. Oh. Nehme ich euch hier mit oder was? Ja, könnte gehen. Ja, das ist schwierig, da eine Platzierung hinzukriegen. Ich könnte ihn zwar dort andrehen, aber mehr auch nicht. Also das ist schon sehr gewagt. Mit der Knarre kommt ihr da hin, mit dem Kleinen da irgendwie so nicht. Ja gut, machen wir mit der Knarre, ist auch egal. So viel Arbeit ist das jetzt nicht. Habt ihr natürlich eine fein verzahnte Knarre, geht es dementsprechend schneller. Aber ja, vorhin gelöst habe ich das Ding hier mit dem Gekröpften. Ja, das sind alles Schrauben. Ich weiß gar nicht, warum die so lang gewählt haben. Da rutscht man immer von ab. Ist immer noch los. Muss man doch zwischenkommen, das gibt's doch gar nicht. Ja, weil der Kopf so klein ist. Das ist das Problem. Der Kopf ist so klein. Machen wir mal eben
was anderes her. So, mal gucken, ob wir damit hier klarkommen, dass wir mit den Finger weiter drehen können. Weil das ist ja wirklich mühsam hier, das gute Stück hier. Aha, jetzt wird fester. Seht ihr, der wollte mich einfach verarschen. So geht's schon wieder los, ne? Da wären wir wieder beim Thema. So. Das sieht doch gut aus. Selbstverständlich gibt es hier auch einen neuen Riemen mit der Bezeichnung. Ich weiß nicht, ob ihr es sehen könnt. Muss ich mal gucken, weil ich kann es jetzt nicht so sagen, ob ihr es sehen könnt. So, die Bezeichnung. So, nicht, dass dann nachher wieder die Frage kommt, was für ein Riemen da drauf gehört. Ich meine, ich kann euch alles raussuchen, das ist kein Thema. Aber wenn man etwas nicht suchen muss, das ist ja auch nicht schlecht, ne? Aber wie gesagt, nicht jeder hat den gleichen Riemen, ne? Das ist jetzt nicht gesagt, dass das jetzt bei jedem Renault-Modell passt, vom Riemen her. So, muss ja eben gucken, wie da die Lage ist. So, spannen werde ich den wohl von oben mal eben kurz und dann ist das gut. Ja Leute, was soll ich sagen? Jetzt fehlt eigentlich im Prinzip nur noch die Strebe hier davor. Ja, eigentlich müsste ich immer Schmerzensgeld verlangen für irgendwelche Sachen, weil man reibt sich hier immer überall irgendwie die Hände auf und ja, im Endeffekt, ja, die Mechanikers Hände sind immer vermackelt und verbumst, hätte ich fast gesagt. Hier schon wieder, ne? Da schon wieder an diesen Scheiß. Ja, man könnte manchmal fluchen, ne? An den scharfen Kanten hier, überall sind scharfe Kanten dran. Und dann geht das schon wieder los mit dem Theater. Ja, so ist das immer hier. Auch hier wieder denke ich, dass 80 Newtonmeter völlig ausreichend sind. Ja. Also das ist schon fest, also da braucht ihr euch keine Gedanken machen. Hier auch nochmal eben mit dem Marker dran. Dann brauche ich das an den Rest nicht. Warum macht man sowas? Ganz einfach. Wenn da einer beigeht, kriegt man das sofort mit. Dann ist diese Versiegelung verletzt. Ja, und dann? Und außerdem ist das für dich eine Kontrolle, wenn du die anmarkerst, dass du die auch, die gelösten Sachen wieder fest hast. Hier ist nämlich alles im grünen Bereich jetzt. So, da könnt ihr ja theoretischerweise die Verkleidung wieder vor. Dazu müsst ihr natürlich hier neue
ich sag mal, Stopfen verwenden, weil natürlich, klar, ne? Ich zeige euch mal so einen Stopfen. Einen habe ich da noch heile rausgekriegt, der sieht so aus, ne? So ein Tannenbaumclip ist das mehr oder weniger, der dann hier eben halt reingedrückt wird mit der Verkleidung. Und dann reißen die natürlich ab hier, ne? Das sind hier, die reißen dann ab. Ja, das ist dann einfach nicht anders lösbar, als die zu zerstören. Die kommen dann immer noch dazu. Ich mache hier noch ein bisschen Hohlraum rein, dass das hier entsprechend dann auch noch geschützt ist. Und dann ist im Prinzip alles gut. So, hier oben mal eben so ein bisschen Hohlraum unter den Träger, ne? Das ist ja auch nicht schädlich, das ist ja auch was Gutes, tut dem Auto was Gutes, ist für den Kunden was Schönes, weil er weiß, dass das Auto dann in dem Bereich hier natürlich rostfrei bleibt und natürlich auch schadenfrei, das hoffe ich natürlich, ist ja klar, aber ne, ihr wisst, so mit so einem Hohlraumspray, da bin ich immer schnell dabei, dass ich dann hier eben entsprechend mal eben kurz mal durchgehe und das Ganze dann mal ein bisschen ansprühe. So, hier haben wir das gute Stück. Das muss dann dementsprechend natürlich auch hier reingemacht werden. So. Ich hole mir jetzt mal 1, 2, 3, 4, 5 neue Clips. Das sind dann hier solche Clips. Die kriegt ihr dann im Nachkauf, ist gar kein Problem. Ich kann euch da auch noch mal die Nummer verlinken. Die kommen dann von Herd und Bus oder so. Und dann könnt ihr die da alle wieder schön platzieren, reindrücken. Ist also alles gut. Ihr seht, das ist gar nicht schwer. Nehmt den Hämmerchen. So. So, und da dann auch nochmal, zack, so, das ist fest, hier kommt noch eine Schraube rein, eine kleine Torx-Schraube ist das. Die habe ich hier hingelegt. Ja, ich weiß, dass hier ein Loch drin ist, das weiß ich auch. Das ist jetzt aber nicht so gravierend. Ne? So, nachdem ich hier alles schön wieder eingebaut habe, werde ich eben hier noch ein bisschen Hohlraum dran klatschen. Gerade so bremsleitungsmäßig bin ich immer erpicht darauf, dass dann eben halt auch da kein Rost dran kommt. Ne? So, da kommt immer Wasser dran, eben mal ein bisschen Hohlraum dran, passiert auch nichts. Ich sage ja immer, ne? Der Kunde ist der König, hier ist auch wieder was hinter, was mir nicht so gefällt. Da ist auch wieder Dreck hinter. Man könnte jetzt sagen, ja, kann man ja bearbeiten. Hier. Ne? Da ist wieder Laub hinter. Man sieht es, so leicht durch die Ritze sieht man das Laub liegen. Ja, da sind wieder die Geschichten, ne? Das machen wir auch gleich sauber. So, fliegen wir hier nochmal grob unterm Auto her. Das Reserverad ist auch noch da, wo es hingehört. Federn sind noch da, wo sie hingehören. Ist alles gut. Stoßdämpfer sind dicht. Auspuff hat auch keine Mucken. Bremse ist okay. Stoßdämpfer, alles wieder gut. Federn auch. So, hier haben wir, ja, das sieht auch alles in Ordnung aus. Das ist nämlich für den Kran. Das ist ja ein behindertengerechter Umbau.
Da sind so ein paar Sachen extra. Ja, von unten sieht das alles recht gut aus. Kein Rost groß dran. Ja, was will man denn noch mehr? Ist doch alles im grünen Bereich. So ein Känguru, der kann eigentlich auch laufen. Wenn er gut gepflegt wird, ist das kein Problem. Ne? Stabilstreben, alles ist in Ordnung. Bisschen Ölverlust am Getriebe, aber ansonsten ja, ist der eigentlich relativ unkompliziert, ne? Also er läuft eigentlich unkompliziert für die Kilometerlaufleistung. Natürlich hat er seine Macken und seine Wehwehchen, er hat auch Standheizung, ne? Aber was will man machen, ne? Auch mit der Laufleistung, die laufen. Also sind keine schlechten Autos, ne? Will ich mal so sagen. Bremsschläuche, alles im grünen Bereich. Habe ich vorhin geguckt, ist alles gut. Querlenkerlager, ja, die könnte man mal machen, aber im Grundprinzip sieht das gut aus. Und natürlich, bevor einer sagt, ne, ja, auf der anderen Seite hat er das gar nicht gemacht oder so, ne, ihr seht's da, ne, ist das Gegenteil bewiesen. Also hier ist richtig schön, ja, ich sag mal, das Zeug ran gepflastert worden. Alles gut, ne, damit das auch nicht rostet. Und zu guter Letzt, natürlich fehlt noch was. Wir haben nicht was vergessen. Wer kommt hinter? Natürlich die Kraftstoffleitung wieder drauf zu klipsen. Was denkt man denn sonst? So, jetzt haben wir es aber. Jetzt haben wir es. So, ich werde hier oben noch einen Tropfen dran machen, damit ich auch weiß, dass ich die kontrolliert habe. Ich kontrolliere die noch einmal, die Schraube, ob sie jetzt auch wirklich fest ist. Weil das kann ja sein, dass jetzt durch die Rappelei irgendwas losgegangen ist, was ich natürlich nicht glaube, aber die ist fest. Da ist alles im grünen Bereich. Das kann man so machen. So, jetzt kommt da noch ein Tropfen rote Farbe dran, weil auch sowas ist natürlich Garantie drauf. Braucht man nicht drüber diskutieren, ob man das jetzt machen muss oder nicht. Das hat nichts mit Vertrauen zu tun, sondern das hat irgendwas mit meiner Eingebung zu tun. So, jetzt können wir auch hier wieder hingehen und können die Batterie anklemmen. Ich hoffe, dass da noch Saft drauf ist. Es hat jetzt nämlich so jetzt nicht geknistert oder sonst irgendwas. Das wundert einen schon. Ja. Hier. Zack, zack. So, damit geht das jetzt wesentlich schneller. So, das ist fest. So, ich würde sagen, dann messen wir noch mal eben kurz durch, da auch das ankommt, was wir brauchen. Und dann schauen wir mal. Natürlich mit unserem richtig geilen Multimeter, ist ja klar. Ne? Das benutze ich jetzt übrigens total gerne. Also da läuft der Hase jetzt überhaupt nicht falsch. So, wollen wir mal gucken. Haben wir hier. Man sollte auch auf die richtige. Nicht. Ah, da steckt die nicht drin. So, wir messen natürlich auch hier mit unserem guten Multimeter, klar. So, wir haben hier 14,43, ja, 14,5 Volt. Das sieht schon mal so ganz gut aus. Schalten wir mal ein paar Verbraucher dazu.
jetzt haben wir noch einen Verbraucher dazu geschaltet. Aber 14.4 haben wir immer noch. Also von daher ist doch alles tutti. Läuft hier. Gut. Wunderbar. Ja, also wie gesagt, wenn einer was haben will hier, ne? Immer schön dran denken. Kommt auch mir zugute. Wenn man mir was Gutes tut, tut man euch auch was Gutes. So. Läuft. So, dann kann der Kunde sich den Schlitten wieder abholen. Wird auch dringend benötigt. Weil der Kleine von denen steht auch hier. Der Große stand jetzt auch hier. Mit seinem kleinen Problemchen. Naja, wie es manchmal so ist, ne? Wie sagt Robert Habeck? Tja, dann ist das mal so, ne? Gut, Heck raus, wunderbar. Läuft. Finde ich gut. Runde fahren. Und dann sehen wir ja, was Tacheles ist hier. Klappe zu, Affe tot. Ja, Freunde, was soll ich sagen? Ne? Der ist wieder fertig, der gute Kängu. Und ich habe hier natürlich auch gleich die Spannvorrichtung und den Keilrippenriemen mitgewechselt. Würde ich euch ab einer gewissen Kilometerlaufleistung würde ich euch dazu raten, weil wenn dir so eine Lagerung der Rolle kaputt geht und ihr euch da wieder alles ruiniert. Ganz ehrlich, so ein Set, was war das hier für ein Set? Da, ich hab das da liegen. So, das Set hier habe ich verwendet dafür. Da ist Keilrippenriemen und ja, entsprechend natürlich auch der Spanner mit drin. Also das ist alles in einem Set drin. Und dann könnt ihr das einfach komplett bestellen. Also einmal Generator neu und dann eben halt entsprechend natürlich auch hier den Rippenriemen mit dem Spanner. Und da tut ihr euch selber einen Gefallen mit, wenn ihr das komplett alles rausschmeißt, weil bei dieser Laufleistung ist das nicht unwahrscheinlich, dass hier so eine Rolle mal irgendwann den Geist aufgibt. Wie gesagt, jetzt läuft er wieder. Der hat zwar auch vorher gelaufen mit 14 noch was Volt, aber das ist wieder, ihr habt den Fehlerspeicher gesehen, da steht die Anomalie drin. Und man weiß es nicht. Die brauchen ein zuverlässiges, lässiges Auto, weil, ne, wegen behindert und so, ne, weil wegen Rollstuhl, das Ding, das muss wirklich laufen. Und wenn dann irgendwo was kneift oder was zuppelt oder so, dann steht das Ding hier. Ich will jetzt einfach nur mal sagen, dass die Kundin auf das Auto voll angewiesen ist. Und das muss funktionieren. Und bislang hat es funktioniert und ich will auch, dass es weiterhin funktioniert. Ich habe mit dem Kunden darüber gesprochen, er hat gesagt, ja, es war aber so, dass die Anzeige geleuchtet hat. Ich sage, kann sein. Ich kann das ja nicht nachvollziehen. Ich habe es ja auch im Fehlerspeicher gesehen. Normalerweise würde ich sagen, lassen wir es erstmal drauf ankommen. Aber in dem Fall sage ich, machen wir neu. Und dann hat man das einmal neu und dann ist das gut. Weil der bei fast 300.000, Leute, da macht so eine Lichtmaschine auch irgendwann mal einen Sittich. Das ist ganz normal. Bei dem Wetter jetzt sowieso, wo der Strom sowieso mehr gebraucht wird. Und naja, ja, und wie gesagt, das war jetzt das Video mit dem Generatorwechsel, Rippenriemenwechsel bei dem Renault Kangoo 2. Ist eigentlich kein Hexenwerk, wenn man da ein bisschen schöner dran kommen würde. Ein bisschen Hände verbiegen ist halt dabei. Aber wie gesagt, wir haben es ja geschafft. Jetzt ist das Ding erstmal fertig. Und ich bin froh, dass das wieder so zusammen ist und dass der Kunde das Auto wieder abholen kann. Ja, ich würde sagen, ich bin an der Stelle raus. Denkt dran, Code packe ich euch mit rein für das Multimeter. Wenn ihr da Bedarf habt, dann könnt ihr das bei KWitz natürlich auch bestellen. Und ihr tut mir einen Gefallen damit, weil ihr wisst ja, ne, ich kann hier auch nicht alles umsonst machen. Alles gut. Ich bin an der Stelle raus. Danke fürs Zuschauen. Wenn ihr noch nicht habt, abonnieren und die Klingel drücken, damit ihr nichts mehr verpasst. Und ich würde sagen, bis dahin, Frankie und Tobi. Ciao.